mit dem anderen Marburger, Ex-Marburger, Hauke, habe ich mich vorhin unterhalten über Anmachsprüche. Ja. Hauke weiter. Er geht dann zu einer Frau hin und sagt, wo waren wir stehen geblieben? Mit der Begründung, dass sie ja dann verwirrt sei. In der Zeit hat er sich was anderes auszudenken. Das ist schon sehr schlecht. Aber es übersteigt leider meine Flirtkünste bei weitem. Was ich mache, ist, ich gehe auf Profislams und sage dann so Sachen wie: Hallo! Kennen wir uns? Nein. Wie heißt du? Caro. Hallo, Caro. Wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Ich weiß nicht. Naja. Das ist, ja. So läuft das. Das ist ausbaufähig. Aber pass auf, Caro, ich stell mal so vor, ne? Den Kaffee trinken, ne? Und du wärst sehr gesprächig, ne? Ich kaum. Und am Ende hätte keiner was gesagt. Ich meine, wer bist du? Welche Rolle spielst du? Und du, und du, und du? Also ich bin der coole Spiel Maschinenbau. Wie geht es dir? Naja, so Pop-Rock und alles, was in den Charts läuft. Wie ist das Wetter bei euch? Lassen Sie mich mit einem Zitat von Oscar Wilde antworten. Und es fräsen sich Phrasen sowie dämliche Fragen ein in sämtliche Sprachen und Nagen am Kern der Namen lauern würgende Kraken dauernd im Wörterhafen ziehen dich in den Graben, bis alle Gespräche versagen mit Blabla mal garm die Lücken gefüllt. Die Sprache liegt brach wie ach, dabei will ich wissen, was im Verborgenen liegt. Was unter der Kopfhaut vor sich geht, soll ich dich aufsägen und nachsehen? Nee, ich frag all deine Ex-Freunde einfach nach den beschämendsten Sexunfällen in deinem Leben, damit du dich was genierst und endlich dein Gesicht verlierst, diese Maske. Aber hinter jeder Maske, durch die man stiert, steckt eine weitere Maske auf Maske auf Maske. Und während du so übers Wetter wetterst und schwatzend schmatzend hastest, frag ich, kennen wir uns? Nein? Sag, sind Menschen nicht wie Matroschkas, diese russischen Steckpuppen? Erwiderst du, für mich sind alle Menschen Sonnen. Sonnen, ja. Sie scheinen alle nur. Für mich sind Menschen wie Zwiebeln. Ich häute und häute und häute und am Ende muss ich weinen. Hinter Vaterfassade fließen Adern wie Pfade, waren schiefe und gerade Facetten inmitten Kaskaden, mehr Mascara, mehr Jade, mehr Schamme, mehr wahre Massen auf Maskerade, kaschiere den schmierigen Schein. Der junge Jurist zum Beispiel lässt sich vom Paragraphen reiten. Der Gangster-Rapper mit Neuköllner Street-Credibility hat jegliche Grammatik verlernt, die er damals im Debattierclub des John Lennon-Gymnasiums ganz fabelhaft beherrschte. Und der Slammer. Der Slammer ist besonders Literatur interessiert oder packt gleich seinen Schwanz auf den Tisch. Ich bin doch kein müden Gott besser. Denn unser Tun und Schaffen ist unserer Rolle Schmied. Sprich, das, was uns verbiegt, das ist niemals der Schein, der trügt. Nein, Schein ist, was wir sind. Die Sonne macht uns blind, Tonnen wiegt der Wind. Er singt dir das Lied der fehlgeschlagenen Hirnvernetzung. In 3, 2, 1, reconnect fate, reconnect in 3, 2, 1. Ice breaking impossible, self-destruction in 3, 2. Ist das Eis erstmal gebrochen, will ich die Schollen auseinanderschieben und unter die Wasseroberfläche spähen, jenseits der Kraken, die unserem Klarschiff den Wind aus den Segeln nehmen und die Glasfaservokabeln kappen. Gib mir eine Sekunde für die Tiefsekunde deines Bewusstseins. Bis nach ganz unten will ich tauchen. Hier, wo das Licht knapper, der Druck höher wird. Hier hausen tausend Meeresungeheuer mit 3 Dutzend spitzen Zähnen und Überbiss. Manche von ihnen tragen Zahnspangen. Und alle sind sie nur blöde Metaphern für deine innersten Ängste, dein tiefstes Sehnen, deine verstecktesten Süchte. Und in prismafarbenen Luftblasen schweben Lebensträume vorbei. Dann würde ich mir ein USB-Kabel ins linke Ohr stecken und das andere Ende in den Grund deiner Seele. Doch das Eis will nicht brechen. Es kriegt nicht mal Risse. Hinter zig Oberflächen versteckt sich der Schiss der schlecht ächzenden Schwächen etlicher Narzisse. Ich möchte schlicht erbrechen auf diese Kulisse. Wozu denn noch sprechen? Und während ich so übers Menschsein wetter und der Kaffeebesitzer mich zur Mäßigung mahnt, meinst du, vielleicht sind ja alle Menschen Schauspieler.
Schauspieler. Schauspieler? Schauspieler. Jeder Mensch ist Regisseur, ist Drehbuchautor und Akteur für dieses Stück aus Haut und Ha, blecke die Zähne, setz in Szene, wer du bist. Und du, und du, und ist das nicht so? Wir verlieben uns in Menschen, obwohl wir sie nicht kennen. Und wir lieben Menschen, obwohl wir sie kennen. Lassen Sie mich dieses Gedicht mit einem Zitat beenden. Die Welt ist eine Bühne, aber das Stück ist schlecht besetzt. Aber wir beide können trotzdem mal den Kaffee trinken.